hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hero Siege. Wir begeben uns in das erste Ding vom vierten Akt. Gucken uns kurz um, ob wir hier irgendwo nochmal eine Nebenquest finden. Sieht nicht danach aus. Dann die gleiche Prozedur wie immer. Alle Gegner ranholen. Dann gibt's halt erstmal Äpfel. Ziel ist schnellstmöglich Level 36 für neue Fähigkeiten. Gesagt, getan. Internet Check with Thunder. Oh. Nehmen wir das mal. Irgendwie kommen so unsere, ja, das und das könnten wir jetzt machen, kommt so gar nicht mehr, ne? Es kommt nicht mehr dann Feuer auf dem Boden. Stopp. Oh, wir haben endlich mal einen Schlüssel. Jeez, I'm so hungry. Nein. Oh, es war Gegner. Es war vom Gegner. Oh, so schlecht. Oh, ich bin so schlecht. So booted. So ab. Normal boosted. Oh. Und Schlüssel. Endlich. Können wir auch mal hier reingehen. Das schön bei euch läuft, dass alles halbwegs flüssig sehe ich auf dem rechten Monitor. Bei mir ist das Ganze ein wenig laggy. Naja, nö, ist immerhin Triple Shot. Hm.
Boss, Boss, Boss. Wo ist der Boss? Machen aber ganz gut Schaden. Wow. It's almost too easy. Okay. Das ist neu. Ich bin soeben ertrunken. Das ist ja toll. Aber wir können den zweiten starten. Immerhin. Ohne Statue, ohne Engelsstatue. Adoramus de Christ. Oh, Nebenquest. Okay. Haben sogar die Nebenquest fast komplett erledigt. Einfach nur durchs... Wir sind da und werfen unseren Stuff durch alles durch. Und wo ist denn der letzte? Ach, hier hinten geht's noch weiter. Gar nicht drauf geachtet. Okay. Ein Versuch machen wir jetzt noch. Mensch, kann ich nicht eingehen hier. So langsam werden die Gegner stärker. Muss ich auch fürs nächste Mal einfach wieder von vorne anfangen, einfach nur damit wir ein paar Items kriegen, die uns stärker machen. Es kommt tatsächlich einfach nicht mehr dieses Feuer auf dem Boden. Das ist schade, weil das ist echt stark. Your doom.
Feuerstiefel. Auch in Ordnung. Nope. Naja, so blaue Gegenstände heben wir jetzt nicht auf. Also wenn die jetzt stärker sind als unsere legendären, dann wäre das schon echt traurig. Ich level jetzt das auf, weil ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich ein Bug ist. Aber ich will das so eigentlich nicht hinnehmen. Sind nicht mehr viele Gegner. Können wir auch kurz in die Krypta gucken. Wir standen in diesem komischen Stachelball. Oh mein Gott, ist das schlecht so boosted. Oh, so schlecht. So schlecht. Oh mein Gott. Ohne Statue. Zwei Statuen. Die. Level up. Da sind nur noch 7 Gegner, ab in den Dungeon. It's so cool. Sollte es auch nicht übertreiben und nicht einfach. Wir müssen definitiv demnächst auf Resistenzen gehen, weil Schaden machen wir jetzt echt gut. Aber wir halten echt wenig aus. Das nächste Level up. Definitiv in Resistenzen. So, jetzt aber. Almost too easy.
Nee, es ist halt einfach nicht möglich, momentan bessere Sachen zu finden anscheinend. Boah, jetzt ruckelt's auch bei euch. Aber da müssen wir jetzt alle durch. Mehr Resistenzen. Okay. Ich will das hier endlich wieder. So langsam echt belastend, dass das nicht mehr kommt. Aber jetzt droppen die FPS so richtig. Ihr droppt gerade alles. Ich glaube, wir müssen ab sofort aufhören, alle Wellen auf einmal zu spawnen. Ist hier irgendwo irgendwas aufgegangen? Es sind nur noch 15 Gegner. Okay, es beruhigt sich so langsam. Hier unten ist tatsächlich eine Krypta und die nehmen wir mit. Ich hoffe, das Zeug geht jetzt auch alles weg, sobald er tot ist. Aua. Volles Mana. Are you serious? Oh, wir haben volles Mana. Ach warte, wir haben sowieso volles Mana, wenn wir irgendwas irgendwo mittreffen. Komisch. Bitte lass die Sachen nicht da spawnen. Naja, war eh nichts Gutes bei. Ah. Thank you.
Irgendwas sagt mir, mein Handy ist fast leer. Okay. Dann sei es so. Oder ist da irgendwas Wichtiges? Nee, ist tatsächlich nur fast leer. Ja, ich weiß, für manche ist das undenkbar. Handy leer, dann noch weiterleben. Geht quasi gar nicht. Oh verdammt, das war das Falsche. Aber ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die auch verdammt gut ohne ihr Handy überleben können. Ja, ne? So viel zum Überleben. Haben wir noch was zum Verkaufen, weil die Folge ist... Okay. Die Folge ist nämlich damit jetzt auch rum. Und ich würde mal wieder sagen, also einerseits lege ich mir jetzt schlafen, weil wir haben 14:45 mittags oder morgens, sucht es euch aus, je nachdem was ihr jetzt glaubt, ob ich einfach nur viel zu lange schlafe oder relativ spät pennen gehe. Naja, gibt bessere Fähigkeiten. Aber das war's jetzt soweit dann erstmal mit der ersten Aufnahmesession von Heroes Siege. Ich werde jetzt mal gucken, wie das Ganze bei euch ankommt. Es wird auf jeden Fall noch mehr folgen. Einerseits, weil ich jetzt dann doch endlich weitermachen möchte. Jetzt da. Oh Gott. Ja, okay, es ist jetzt eventuell aufgefallen. Wir haben 2 Uhr morgens. Ich bin verdammt müde. Ja. Okay. Unser Drache hat Spaß. Wir haben tolle Fähigkeiten, können hin und her hüpfen. Alles ganz toll. So, dieses Geschieße geht mir auf den Keks. Wie gesagt, das war's mit der ersten Aufnahmesession von Heroes Siege. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach mal eine Bewertung. Da würde mich tierisch freuen. Und ich würde sagen, wie immer, man hört sich, man stört sich. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.